Schön, dass ihr hier wieder dabei seid. Wir gehen jetzt in den Nether. Habe ich letzte Folge beschlossen. Wir brauchen, wie auf der rechten Seite zu sehen, Obsidian, Blaze und so ein paar Sachen. So, erstmal hier auf die Seite schnell. So, Nether laden lassen. Gucken, hier wäre schon ein Blaze. Können wir schon mal hier ankloppen. Gibt man natürlich nichts. Lootback bringt man nichts. Lassen wir es mal so stehen. Ich weiß gar nicht, ah, da hinten haben wir schon eine Netherfestung. Wir hätten, okay, wir gehen nochmal zurück. Wir hätten gleich von Anfang an ein Dings mitnehmen können, mit dem wir die Spawner transportieren können. So ein Dolly oder so. Dann hätten wir den Vorteil gehabt, dass wir gleich einen Spawner mitnehmen können, falls wir ihn haben und zu Hause schon mal einen Spawner bauen. Da hätten wir schon Vorteile, dass wir hier nicht die ganze Zeit umeiern müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit denen geht. Den kann man so Blöcke transportieren. Nehmen wir mal mit. Und was wir noch mitnehmen, ist ein Dolly. Oh, gibt's nicht. Interessant, interessant. Gibt kein Dolly. Dann Chest Transposer. Obsidian Tin. Nee, das hab ich auch nicht. Spawn. Illuminati, das. Nee, so eine Box irgendwie, da gibt es irgendwas, glaube ich. Mailbox, Chipbox, Firebox, nee. Cardboard, ich glaube, das geht auch. Da brauchen wir Sand, Holz. In die Sägemühle hier. Ich glaube, das geht mit denen. So. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden es gleich testen. Aber ich glaube, dass das so geht, dass man die jetzt hier, zack. Und dann kann man sie abbauen. Kann sie wieder hinsetzen. Mit Shift-Reste kriegt man das Ding wieder zurück. Vielleicht geht es ja mit dem Spawner. Das. Oder sonst gibt es noch was. Ich glaube, Tape oder so irgendwie hat das geheißen. Bibliokraft hat das, glaube ich. Da gab es noch so eine Box. Ja, so ein X drauf, das weiß ich noch ganz genau. Nein. Ich weiß echt nicht mehr, wie das genau geheißen hat. Also ich habe so im Kopf noch den Namen, aber ihr wisst immer, wie das ist. Man sucht sich irgendwie sowas, aber man weiß einfach nicht, wie es heißt. Nee, das ist normal, Ding ist da auch nicht. Ich muss das jetzt leider suchen. Nicht, dass wir dann im Nether sind und dann, ja, haben wir nichts mit, was funktionieren könnte. Und wir hätten eigentlich rein theoretisch etwas zu Hause. Vom Mechanismus haben wir die hier. Ja, wobei, es können schon die gewesen sein. Weil, was haben wir sonst noch für einen Mod, der das hinzufügen könnte? Block Magic wäre irgendwie eine Möglichkeit, dass der das hinzufügt, aber glaube ich auch nicht. Botania glaube ich auch nicht. Schüssel, nee, Schüssel ist sicher nicht. Chance Cube, nee. Aha, okay, da können wir eigentlich handwerklich die auch bauen. Diamond Chest Transport. Es hat frage ich, ob die das können. Nee, glaube ich aber auch nicht. Draconic Evolution. Chisel Fluid Bit. Nee, das auch nicht. Gut, hier nicht. Draconic Evolution, kann der irgendwas? Ah, ich weiß nicht. Ender.io hat da, glaube ich, auch nichts dazu, oder? Weil Ender.io sagt ja, baut den Spawner ab, dann machen wir uns neue. Wäre natürlich auch eine Lösung für uns. Aber vorerst mal müssen wir trotzdem schaffen, ja, das zu transportieren. Bringt uns sonst nichts. Jailer-Modul? Nee, auch nicht. Ah. Ist das jetzt natürlich echt fraglich. Extra Utilities vielleicht? Nee, das hat ja. Ist das Golden Lasso, um die Mobs zu, ja, transportieren sozusagen?
Cursed lasse, das müssen wir erst bauen. Forestry glaube ich auch nicht. Na hier, das auch nicht. Das Scaffold, also das IC. Nein, nein. Da auch nichts. Ja, vielleicht war es das schon das Richtige. Ist echt schwierig. Vor allem jetzt habe ich wieder Texturen back drin. Und da weiß man dann nie genau, welche Textur das war. Ich weiß, dass es irgendwie so eine Box war, wo es ein X drauf war. Man muss das aber auch irgendwie so mit einem Klebeband. Also. Ach, wenn ich jetzt wüsste, wie das heißt. Dort Stroh. Die müssten ja rein theoretisch Dollis haben. Und sonst müssten sie. Das Dauerstroh kann es gewesen sein. Ja, die werden es gewesen sein. Da wird es gewesen sein. Rainforest Crate? Nee. Das nicht, das nicht. Packing Tape. Da haben wir es. Packing Tape, so heißt das Teil. Wenn wir das bauen, nein, es fehlt Slime Ball. Ein Reisslime Ball können wir nicht bauen, weil es fehlt Reis. Reis können wir machen, indem wir Bone Mehl. Und Reis haben wir drüben. Reis haben wir hier, das haben wir ja schon mal getestet. So. Wo war der Reis? Antischocken. Da ist der Reis. Tak, tak, tak. Und so können wir schnell Reis. Perfekt. Immer die schönen Hanfpflanzen. Nee, Scherz, aber wäre cool. Eigentlich wollte ich den Neta und jetzt bin ich wieder bei ganz was anderem dabei. Aber okay. Das ist wieder anders Reis. Kann man den irgendwie weiterkaufen vielleicht? Jetzt Zucker und mit Zucker können wir auch nichts anfangen. Heißt, das ist der falsche Reis. Sonst kriegen wir, ich glaube, keine Slime-Bälle. Die könnten wir holen, aber da müssen wir rauf auf Esel. Ach, mit dessen ist es mal so, wie wir es jetzt haben. Und schauen wir mal, wir haben ja eigentlich zwei Möglichkeiten, zwei verschiedene Sachen, um das zu testen. Ich wollte jetzt. Genau, in der Neta, da müssen wir da rein. Ja. Damit wir in der Folge noch etwas machen, was wir machen wollten. Das ist ja auch wieder so eine Sache. So. Lass mal die Welt laden. Und wir müssen ja in die Richtung. Das wissen wir ja schon. Ich weiß es nur nicht. Ich glaube, beim Fliegen lädt die Batterie. 29. Genau. Okay, also fürs Fliegen hilft uns die Batterie. Das ist sehr gut. Also haben wir einen Vorteil, dass wir relativ gut und weit kommen. Oh, da greift man schon an hier. Dass wir fliegen und schlagen und so, alles gleichzeitig wird halt schwierig, aber machbar. Oh, ein Geist. Ui. Beim Geist ist es so. Den bräuchte ich jetzt rein theoretisch in Lasso. Und das ist ein Problem, weil ich jetzt brenne. Und der mich ja sicher nicht dran lässt. Sich einfangen lässt er auch nicht, oder? Ui. Verschwinde. Ach, der lässt sich nicht einfangen. Muss aufpassen, ich muss erstmal essen. Der ist von ba zwei beschossen, das ist in der Freiheit. Komm mit. Scheiß Geist, du. Also das Bewegen und so alles ist schon schwierig. Ich brauche den Gas, das ist das Problem. Da, da oben hin. Komm runter da. Sonst muss ich die Erde abschießen. Ich möchte die aber nicht abschießen. Oh. Au. Oh. Weg da. Ah. Oh, hat mir voll getroffen jetzt. Verschwinde jetzt. Lass mich Frieden. Jetzt kommt ja auch noch dazu. Ich möchte mit dem Geist allein kämpfen.
So, hier mal landen. Ein bisschen schneller davonlaufen. Bis ich meine Leben generiert habe. Nein. Oh. Lass mich nicht mal fressen, der Typ. Das heißt, ich muss ihn erst Schaden hinzufügen, bevor ich ihn einfangen kann mit Lasso. Natürlich doof, aber bleib doch hier, mein Freund. Bleib hier, Junge. Leben hast du noch? Zeig's mir. Alter. Ja, super. Natürlich. Die Krise hier. Man kämpft hier stundenlang gegen den Typen und dann stirbt er einfach. Weil er nicht angezeigt hat, wie viel Leben er hat. Das bedeutet, ein Schlag sollte genügen. Verschwinde, du Geist, da unten, dich brauche ich nicht. Weil es halt ziemlich langsam mit diesem Jetpack. Da muss ich dann auch nochmal gucken. Fällt mir auch nicht. Eine langsame Baustelle hier. Oh, mal was fressen. Immer Schwert parat halten. Da oben ist ein Spawner anscheinend. Jetzt gleich mal das oder das hier vorbereiten. Gott, natürlich spawnt hier gleich was. Und die schießen alle auf mich. Ach Gott. So wird das nix. So werde ich gleich sterben. Schnell hier hin. Oh, ich sterbe. Ui. Hier sind da auch noch welche. Jetzt habe ich halt natürlich einen Haufen spawnen lassen. Aber bringt jetzt auch nicht. Kommt alle mal hier rüber. Also das mit der Cardbox würde klappen. Ich muss die mal relativ nahe hier vorne hin tun. Mal warten. Fressen. Und dann muss ich sie angreifen. Voll aggressiv so. Bevor du mich triffst, treffe ich dich. So. Eine Blitzrod habe ich. Und jetzt hier. Bam. Tot. Auch geschafft. So. Schnell drauf. Die Cardbox drauflegen. Und abbauen. Zack. Das machen wir mit der zweiten auch nochmal. Haben wir noch eine. Weil da oben ist ein Spawner. Den holen wir uns auch noch. Zack. Dann haben wir zwei. Passt. Da kann man uns dann zu Hause schon ein Dings bauen. Ein Gebiet, wo wir die dann spawnen lassen. Wir hier runter mal ein bisschen Netherquarz noch mitnehmen. Schon hier sind. Zack. Und zack. Zack. Kriegen gleichzeitig XP. Das ist. Ah, XP sammeln. Das ist ja eine gute Idee. Ui. Wird schon wieder rumgeballert irgendwie. Irgendwo. Ein netter Freund. Nein, mal so. Da weg hier. Ja, so ein netter Freund hier. Also auch nicht vergessen, einschlagen. Mehr darf er nicht abkriegen. Alter, der stirbt schon bei einem Schlag. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn heutzutage los, ey? Halten die Leute nichts mehr aus, oder wie? Kann man den jetzt abbauen? Ja, gut. Ja, abbauen so. Gut. Das heißt, wir können dann rein theoretisch Kobold und Adit verschmelzen und können wir dann irgendwann mal einen, ja, guten Hammer oder so machen. Doch, ein Freund. Hallo, Freund. So, du stirbst ja jetzt bitte nicht weg. Richtig kloppe. Also, beim Jetpack muss ich sagen, da muss ich mir unbedingt das bessere craften. Oh, da stirbt ja auch weg. Wo ist der Scheiß-Skelett da unten? Das ist aber normales. Wäre es ein Dingskelett gewesen, hätte ich es gefangen. Also ein Wither-Skelett, aber normales brauche ich nicht. Wir haben 9 Level, das heißt, zwei Sachen können wir wieder verzaubern. Rein theoretisch. Könnte man jetzt hier zum Beispiel hingehen. Magnet. So. Dann würde ich die ganzen Sachen aufsammeln. Die wir nicht alle runterfallen. Ganze Glowstone. Dann kann ich hier oben auch noch ein bisschen Glowstone hochwenden. Drüben werden wir das Skelett. Das brauche ich. Jetzt holen wir uns dann gleich. Ein bisschen
Glowstone noch vorher. So, können wir das mit denen dann einfangen? Kommst du zu mir, Papi? Oder auch nicht? Nee, mit denen kann man es nicht einfangen. Scheiße. Das war der falsche Wand. Nein, Idiot. Das ist natürlich jetzt doof. Und jetzt greift er mich an. Lass mich doch in Frieden. Muss ich dich erst jetzt töten kommen oder was? Stirbt eh. Gut. Neuer Versuch, oder? Mein Freund da hinten. Fast getroffen, ey. Komm her. Nicht davon fliegen, komm her. Möchte dich nur ein bisschen kitzeln. Oh, die sterben alle gleich. Was soll denn der Mist? Du willst auch noch sterben, hast gesagt, ja. So. Stirbt halt auch, ist mir auch egal. Da sind noch ein paar von diesen Typen. Wir haben zwei Playsets, wir brauchen vier. Heißt, die müssen auch noch sterben. Okay, kommt doch rüber. Mal komm her, da. So und so und so. Okay, noch ein Place und dann haben wir's. Wo ist denn da hin, der Typ? Da ist noch ein Typ. Komm. Und so. Immer ein Place. Nein. Doch. Vier Stück. Jawohl, wir haben es geschafft. Schade, dass der Widderskelett nicht eingefangen hatte. Waren das jetzt? Vielleicht kann ich es noch töten. Das wäre vielleicht noch eine Option. Wenigstens töten. Aber nicht so verkehrt. Okay, das finde ich jetzt wieder nett. Es war hier irgendwo eigentlich, aber wo dem herum geistern weiß kein Mensch. Was ich jetzt brauche ist wegen Hause, der ist wo? Hier hinstellen, damit ich mal Übersicht habe. Ja. Eigentlich habe ich einen Wegpunkt, oder? Normal schon. J. Alter, was soll das? Ich habe einen Wegpunkt gehabt. Da hinten ist ein Portal, okay? Ah, da hinten ist er eh, du Idiot. Wollt ihr jetzt kämpfen oder was? Au. Alter, ich gleich geben da, ey. Hier. Du noch. Da. Trotzdem nur vier Blazrods. Weg halt. Bin mich voll gemobbt hier. Fressen. Aber hier noch Adit ab. Ob ich es wirklich noch brauche, weiß ich nicht, aber. Naja, können sie mal abbauen. Kobold. Ja, zack. Und dann hier noch. Perfekt. Da auch noch so komische Schweine hier bebt. Wo war jetzt das Portal da hinten? Wäre noch interessant, wenn wir ein bisschen. Okay, 12 Level ergibt 3 Dings, das war's. Das können wir lassen. So, hier kann man wieder ein bisschen laufen, weil das mit dem Fliegen ist wieder so eine Sache. Okay, das nehmen wir mit, das sind 3 auf 1. Da zahlt sich aus, das heißt, wir waren einzelnes. Hier ist der Portal, da vorne hätten wir auch gleich einen Dings gehabt. Trottel. Ich laufe da quer durch die ganze Welt. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge werden wir mal gucken, was wir jetzt den ganzen machen. Schauen wir uns das Ganze mal an und ja, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns, Leute. Also, bleibt dran. Tschüss.